Hallo und herzlich willkommen bei der Flotten Schnitte und hier bei mir in der goldenen Ecke. Anfang der 2000er haben die ersten Griller die Grillfackeln entdeckt. Mittlerweile ist es ein Klassiker. Während der Saison kann man die Fackeln kaufen, doch was ist, wenn keine Saison ist, wenn wir im Winter grillen wollen? Machen wir sie einfach in der Saison und auch dann in der übrigen Zeit selber. Das hat den Vorteil, wir können die Würzung bestimmen und wissen auch um die Qualität des Fleisches. Dann gehen wir mal in die Küche und fackeln nicht lange. An Gewürzen brauchen wir 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Esslöffel Paprika edelsüß, 1 Messerspitze Cayennepfeffer, 1 halben Teelöffel Oregano, 1 Lorbeerblatt, 1 halben Teelöffel Thymian, 1 halben Teelöffel Knoblauchpulver. Dann brauchen wir 6 Holz- oder Metallspieße und 6 dünne Scheiben Bauchfleisch. Wahlweise brauchen wir dann noch Bacon. Das Salz gebe ich direkt in einen Salzstreuer. Wenn man die Gewürzmischung komplett verarbeiten will, danach kann man sie auch in die Gewürzmühle geben, genauso wie die ganzen anderen Zutaten. Dann einfach alles schön fein mahlen. Die Gewürzzubereitung ist jetzt fertig. Die Gewürzmischung, das sogenannte Rub, ist fertig. Nun geht es ans Bauchfleisch. Da habe ich 6 Scheiben extra dünn schneiden lassen, circa 4-5 mm. Da habe ich dann die Knorpel- und Knochenreste und die Schwarte abgeschnitten. Wer die Schwarte mag, kann die natürlich dran lassen. Und dann eben, soweit es geht, nochmal in der Mitte halbiert, damit ich lange Streifen bekomme. Jetzt werden wir die Gewürze und das Fleisch zusammenbringen. Im Moment verwende ich sehr grobes Salz. Das war wohl keine gute Idee, das nicht mitzumalen. Das verstopft ein bisschen im Streuer, aber man kann es ja auch wieder aufschrauben. Nachdem wir das Bauchfleisch gewürzt haben, machen wir nun die Fackeln. Dazu nehmen wir die gewässerten Spieße, spießen dann einmal das Fleisch auf. Wickeln ein-, zweimal, spießen wieder, wickeln, spießen, wickeln, spießen. Als nächstes gibt es sozusagen einen weißen Schimmel, weil wir nehmen jetzt das Bauchfleisch und werden das mit Bacon kombinieren. Die Bauchfleischscheibe halbiere ich und klappe sie auf. Jetzt lege ich da den Bacon drauf, 2 Scheiben. Und das Ganze wird wieder ganz normal mit Spießen und Wickeln auf den Holzspieß gebracht. Nun geht's auf zum Grill.
Nicht Fackeln im Sturm, sondern Grillfackeln selbstgemacht. Weitere Informationen zu diesem Rezept findest du auf meinem Blog flotte-schnitte.de. Wenn du mich unterstützen möchtest, würde ich mich freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.